Ist ja komisch. Da ist ja gar kein Fisch mehr drin. Nicht traurig sein, du wasserlustiges Walross. Ich habe noch eine ganze Kiste mit gefrorenem Fisch. Oh, tut mir leid. Wie es aussieht, ist der Fisch verschwunden. Ich habe nur noch Eiswürfel. Ah, ich teile mein belegtes Brot mit dir. Da ist leckerer Thunfisch drauf. Ah, wo ist meine Tüte geblieben? Wo ist mein leckeres Thunfischbrot? Danke, Wally, aber ich verzichte. Hier ist Ryder. Hallo, Ryder. Irgendetwas stinkt auf der Flunder und es ist nicht der Fisch. Was gibt es denn, Captain Tollpatsch? Ich glaube, wir haben einen Fischdieb an Bord. Könnt ihr uns bitte helfen, ihn zu erwischen? Wir werden es versuchen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale! Jetzt ist es schon richtig dunkel. Gut, dass ich eine Brille habe, mit der ich im Dunkeln sehen kann. Ruff! Aha! Fußspuren, die direkt zu der Klappe führen. Hast du gedacht, du kannst dich vor mir verstecken? Jetzt habe ich dich! Chase, hast du was gefunden? Die Schwimmente hat den Fisch genommen? Oh, hurra! Du hast die Schwimmente gefunden! Die habe ich nämlich schon überall gesucht. Danke, Chase, das hast du gut gemacht. Wisst ihr was? Wir stellen eine Falle. Wir legen ein paar Fischleckerlis aus, um den Dieb anzulocken. Das ist ein Fall für Chase. Ruff, ruff! So, und jetzt die Seilrutsche. Erwischt! Au! Naja, passt. Was? Wir haben gedacht, es ist nur einer. Ruff, ruff! Ryder, weißt du, wer den Fisch gestohlen hat? Pinguine! Pinguine? Ja! Ich hatte sie schon fast, aber sie sind mir entwischt. Oh, ich muss Fotos von den Pinguinen machen. Sonst glaubt mir doch kein Mensch, dass sie hier waren. Wir teilen uns auf und suchen sie. Ich hab einen. Ah, das wird das allerbeste Pinguinfoto. Sie sind dort drüben. Wo? Oh, schade, wieder nichts geworden. Wo könnten sich diese kleinen frechen Kerle versteckt haben? Das ist wirklich eine echte Pinguinräuberbande. Jetzt habe ich euch. Tut mir echt leid, Captain. Jetzt sehe ich nicht das Ritterspiel. Nicht traurig sein. Ryder hat einen Plan. Ich begrüße Sie zum Ritterspiel. Hallo, Chase. Ryder? Wir dachten uns, dass du bestimmt gern zusehen willst. Ich muss nicht viel sagen. Ich präsentiere Ihnen König Artus und die Hunde der Tafelrunde. Es war einmal eine sehr tapfere Gruppe von Rittern. Ich bin Ritter Grabefehl. Ich bin Ritter Tauche Tief. Ich bin Ritter Kratz mich gern. Oh ja, genau die Stelle. Ich bin Ritterin Flieg durch die Luft. Der mächtige Anführer der Ritter war der tapferste Ritter der ganzen Welt. Der tapferste Ritter der ganzen Welt. Marshall, was ist denn los? Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn die mich so anstarren, vergesse ich meinen Text. Das macht nichts. Dann sage ich dir vor. Okay. Und ich bin Artus. Und ich bin Plattfuß. Oh nein. Ich meine, ich bin Artus. Seht nur, der Thron der Prinzessin. Er ist leer. Seht.
geht, nur der Thron der Prinzessin ist ein Bär. Ich meine, er ist leer. Der Thron der Prinzessin ist leer. Und wer rettet denn nun die schöne Prinzessin? Marshall, du schaffst das. Fürchte dich nicht, Prinzessin. Artus und seine tapferen Hunde der Tafelrunde werden dich retten. Bravo, Marshall! Bravo! Bravo! Seht den Knochen, mein Freund. Er sieht köstlich aus. Wer es schafft, ihn aus dem Stein zu ziehen, der wird König. Hörst du die Prinzessin? Fürchte dich nicht, schöne Prinzessin. Du bist frei, schöne Prinzessin. Ja. Juhu! Tolle Leistung, Marshall. Ihr wart alle großartig. Ich bin stolz auf euch. Ich bin ein Flugmann! Seid gegrüßt, König Artus! Es lebe König Artus! Da ist Sumas Paddelboard. Hier müssen sie abgetaucht sein, um dem Meerfellfreund zu helfen. Ab ins Wasser! Ja, ich sehe Sky und Zuma auf dem Pawpad. Und das dritte Signal muss der Meerfellfreund sein. Wow! Eine ganz andere Welt hier unten. Bunt und wunderschön. Wie tief können Meerfellfreunde tauchen? Bestimmt so tief sie wollen. Ja! Ja, Marvin! Wow, ein versunkenes Schiff. Was ist, Meerfellfreund? Was hast du? Du bist eine Meermami und dein Baby ist eingeschlossen. Los, komm mit, der Mast muss da weg. Das schaffen wir nicht, der rührt sich nicht vom Fleck. Keine Angst, Meerfellmami, wir haben Freunde, die uns helfen werden. Ich suche Ryder. Da ist Sky und sie ist ein Meerfellfreund. Cool. Sky und Zuma als Meerfellfreunde? Das muss ich unbedingt sehen. Ja, ich auch. Ah. Was? Ich wette, wir sehen sie nicht. Jetzt kannst du nicht mehr behaupten, dass es keine Meerfellfreunde gibt. Hm? Oh, Hund mit Fischflosse. Sky, du bist... Ich schalte mal eben meinen praktischen, tollen Tauchglockenlautsprecher ein. Dann können wir Sky auch hören. Los, kommt mit! Da sind wir. Was ist denn passiert? Guckt mal. Das Baby von der Meerfellmami ist eingesperrt und wir kriegen den Mast nicht weg. Er ist so schwer und er hat sich irgendwo verklemmt. Wir müssen den Kleinen rausholen. Wir können mit dem Greifarm versuchen, ihn von der Tür wegzuziehen. Ja, gute Idee. Zuma,
Zuma, Sky, bekommt ihr die Tür jetzt auf? Es geht nicht, sie klemmt. Als der Mast umgefallen ist, hat er die Tür beschädigt. Es sieht so aus, als würde das Schiff abstürzen. Nachtsichtbrille aufsetzen. Wir sind gespannt, was du siehst. Was sind das für Fußspuren? Wie dieses fremde Wesen wohl aussieht, das solche Fußspuren macht? Henrietta! Henrietta! Du sollst doch nicht so weit von Mami weglaufen. Das ist nicht mein Huhn. Mein Huhn macht gok, 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 gok und nicht piep, 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 piep. Oh, Henrietta, da bist du ja. Oh, Emisi! Oh, wie schön, ich sehe mein Haus von hier oben. Die Spuren gehen bis hierher und dann hören sie auf. Wo ist das Wesen? Chase? Oh, Chase, ich bin hier oben. Frau Bürgermeisterin, wo sind Sie denn? Direkt über dir. Wie sind Sie darauf gekommen? Das verdanke ich einem kleinen grünen Alien. Was, ein richtiges Alien? Das muss ich sehen. Willst du mich nicht erstmal aus der Alien-Lichtblase rausholen? Oh, fast vergessen. Tut mir leid. Ruff, Netz! Sind Sie bereit? Eins, zwei, drei! Gut gemacht, Chase. Danke. Ryder, da ist was abgebrochen, das aussieht wie eine Antenne. Und ein Reifen ist platt. Und ein winzig kleiner Flügel ist kaputt. Hast du genügend Teile, um alles zu reparieren? Ja, ich habe einen ganzen Wagen voll mit Zeug. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Und in welche Richtung ist das Alien gelaufen? Da entlang. Riff, Nachtsichtbrille aufsetzen. Ein runder grüner Kopf? Ach so, das ist eine Melone. Melone, 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 Alienkopf, Melone. Ah! Grünes Alien. Tut mir sehr leid, ich verstehe dich nicht. Ich spreche nicht deine Sprache. Oh. Rubble, hast du die Schweine gefunden? Schweinchen, Schweinchen, ab nach Hause, aber schnell. Rüsselinchen, ich fang sie. Netz! Rüsselchen, bleib stehen! Es hat nicht geklappt. Aber es war ein guter Versuch. Jetzt erwischen wir sie bestimmt. Cool! Rüsselchen, komm zurück! Wartet! Wir haben ganz viel Mais für euch. Die laufen aber schnell. Schweinchen! Schweinchen! Oh ja, sie sind schneller als... Kein Gerenne um den Pool. Und auch kein auf dem Bauchgerutsche. Ryder, bitte sag dem Huhn im Taucheranzug, es muss sich an die Baderegeln halten. Das ist kein Huhn, das ist ein Pinguin. Und der hat hier ziemlich viel Spaß. Chase, dein Netz. Geht los. Wuff, wuff, Netz. Erwischt. Guter Fang. Klappt jedes Mal. Okay, Pinguin, mal sehen, wie es dir geht. Thermometer. Schnabel weit auf. Etwas höher als normal. Bitte sehr, kleiner Pinguin, das wird dir helfen. Das wird den Pinguin schön runterkühlen. Das ist die Flugkamera, was sie wohl gefunden hat. Das ist der erste Pinguin, der auf einer Kuh reitet. Dann fangen wir mal die anderen Pinguine. Wow.
Wir sind gleich da, Kathi. Der Pinguin darf nicht entkommen. Selbst wenn ich ihn fange, weiß ich nicht, was ich mit ihm machen soll. Ha, können wir den Katzenkorb ausleihen? Klar, aber wie wollt ihr den Pinguin da reinlocken? Hast du zufällig Pinguinfutter? Nein, aber ich habe leckeren Thunfisch, den Katzi über alles liebt. Zwei gefangen, einer fehlt noch. Hallo, hier ist Ryder. Hilfe! Wir sind unterwegs, Herr Pfeffer. Wow, wie kann ein kleiner Pinguin so eine große Unordnung machen? Hab dich! Nichts passiert. Stehen bleiben im Namen des Gesetzes! Das ist aber kalt. Kids François, die Riesenozeanschnecke muss sich irgendwo unter uns im Meer befinden. Ich komme schon, Horatio. Spring in meine hübsche Tauchkugel und wir erobern die Tiefe. Du nennst diesen alten, rostigen Blecheimer eine Tauchkugel? Ja, und zwar eine sehr schöne. Ai. Natürlich gelingen mir selbst in diesem rostigen Blecheimer großartige Fotos von der seltenen Riesenozeanschnecke. Ich habe meine Kamera auch dabei. Mit ihr habe ich schon viele tolle Fischfotos gemacht. Ha, die ist nichts im Vergleich zu meiner Spezial-HD-Hi-Fi-Wi-Fi-Unterwasserkamera. Was ist denn los? Wow, was war denn das? Es fühlt sich an, als steckte man in einer Waschmaschine. Oh, verflixte Flunder, ein riesiges Auge. Ein riesiges Auge? Ich kenne viel größere. Was ist hier los? Stopp diese Wahnsinnige! Ich bin das nicht. Der kleine Babywal benutzt uns als Volleyball. Was für eine Wahnsinnswahlwirbelei. Oh nein, das Lenkruder. Ach, komm schon. Wieso bewegen wir uns nicht? Oh, Blöfisch, wir engen fest. Endlich sind wir uns mal einig. Die Kugel bewegt sich nicht. Was sollen wir jetzt tun? Wir geben erst mal laut.